Herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video auf unserem Kanal und heute wieder zu einem, ja, ich sag mal, Optimierungsvideo in Anführungsstrichen, weil wir heute einfach nur eigentlich eine einzigste Sache herausfinden bzw. anschauen wollen uns über unser System, weil wir wollen einfach mal schauen, wie viele positive oder wie viele Tage haben wir denn im Positiven abgeschlossen und wie viele Tage haben wir im Negativen abgeschlossen und das gleiche halt auch bei den Wochen, weil ich jetzt die letzten und in letzter Zeit viel bei mir im Inner Circle, in meinen Coachings, gesehen habe, dass sich viele davon verunsichern lassen, wenn sie einfach mal einen scheiß negativen Tag haben oder zwei negative Tage ineinander haben oder auch mal eine Woche im Negativen abschließen und dann sich davon komplett, ja, aus dem Gleichgewicht bringen lassen, obwohl es halt vollkommen absolut normal ist, sage ich mal. Und die lassen sich halt im Prinzip einfach nur aus dem Gleichgewicht bringen, weil sie halt keine Erkenntnis, keine Erfahrung damit haben oder sich nie speziell angeschaut haben, was denn wirklich normal für Systeme. Sie haben keine Daten gesammelt darüber und ja, ihnen fehlt halt einfach das Bewusstsein und darum, wie gesagt, können sie sich oder lassen sie sich da so einfach aus dem Gleichgewicht bringen. Das heißt, ich schaue mir jetzt gleich im Nachhinein, wir werden das jetzt hier für die ganzen über 100 Trades, also wir haben ja jetzt seit dem 2.1. bis jetzt letzte Woche, ist jetzt der aktuelle Stand sozusagen bis, aber das war viel zu weit, bis zum 23.02., also 108 Trades insgesamt und wir stehen ja jetzt mit einer Gesamtperformance von einfach 40%, nicht mal in zwei Monaten, was halt einfach mit einem 100.000 Euro Konto jetzt fast 40.000 Euro wären, nicht mal in zwei Monaten, also ja, wer verdient schon sowas. Und ich habe jetzt hier, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, eine Spalte, wo ich halt immer eintrage, okay, ich schaue jetzt hier gleich im Nachhinein, oder wir können es ja mal für den ersten Tag hier zusammen machen, haben, was wir halt wirklich an abgeschlossenem Gewinn auf dem Konto haben, in Prozent. Und sehen ja jetzt hier, wir haben jetzt den ersten Trade am 2.1. geöffnet und geschlossen, den auch geöffnet und am 2.1. geschlossen, den am 2.1. geöffnet, aber am 3.1. geschlossen. Das heißt, das zählt schon in den 3.1. rein. Also das heißt, diese zwei Trades, zwei Verlust-Trades am ersten Tag des Jahres und wir stehen dann hier bei minus 2% an diesem Tag. Minus 2%. Okay. So, und das heißt, das geht dann zum nächsten Tag über. Muss ich bloß bestimmt gleich mal meinen Rechner hier nebenbei mit aufmachen. Das heißt, der nächste Tag ist dann der 3. Da haben wir den und den nächsten. Den haben wir am 3. geöffnet, aber erst am 4. geschlossen. Das heißt, diese zwei Trades fließen damit rein. Das heißt, wir haben diese minus 2%. Oder beziehungsweise wir können ja einfach diese 2% plus diese 1,19 rechnen und dann minus diese 2. Das heißt, wir stehen dann hier, ja, beziehungsweise warum rechne ich das überhaupt aus? Ich bin auch komplett lost heute mal wieder. Wir können sie auch einfach hier anhand des Kontostands dann immer sehen. Wir müssten halt bloß dann sozusagen hier abtimen, dass wenn dieser Tag vorbei ist, das hier ist dann der 4.1., der 4.1., der 4.1., also wie viele Trades haben wir denn hier am 4. gemacht? Heieiei, 4.1., 4.1. hier. Das heißt, ach nein, warte, ich muss es doch ausrechnen, weil wir wollen ja nicht den Kontostand wissen, sondern wir wollen ja wissen, wie viel Gewinn oder Verlust wir an diesem Tag gemacht haben. Okay, dann doppelt Loss sozusagen hier gerade gewesen. Das heißt, nochmal zurück, wir waren beim 2.1., wir sind jetzt beim 3.1. und wir haben beim 3., am 3.1. sozusagen, wir haben, ja, 2% Gewinn gemacht und 1,19% Gewinn gemacht. Das heißt, das sind am 3.1. 3,19%. Genau, so machen wir das weiter. Und dass wir dann halt jetzt uns den 4. angucken, da hatten wir so viele Trades, das sind, boah, erstmal 2,45% Gewinn plus 1,47 minus 4 sind wir bei, hier ist der 4., sind wir bei minus 0,08%. So, das heißt, dass wir hätten jetzt hier sozusagen diese Woche einen positiven Tag und schon zwei negative Tage und das wollen wir jetzt halt im Prinzip für die ganze Zeit rausfinden und das rechne ich jetzt gleich einfach mal durch und melde mich dann hier gleich mit dem Endergebnis zurück, weil sonst, ja, ihr wollt mir jetzt sicherlich nicht eine halbe Stunde zugucken, wie ich jetzt Tag für Tag ja, die Losses ausrechne und die Gewinne ausrechne. So, ich habe das jetzt für alle Tage hier ausgerechnet. Wir werden uns jetzt hier einfach eine Spalte machen.
Trading, warte mal, wie können wir das sagen, das ist nicht die beste Beschreibung, aber weil positive Trading-Tage, weil Trading-Tage, die halt im Minus enden, die negativ enden, nicht unbedingt negativ sind und das halt ein bisschen scheiße klingt, aber jetzt einfach so für die Statistik. Positive Trading-Tage, negative Trading-Tage und dann sagen wir zack, positive Wochen ab Schlüsse oder sagen wir einfach positive Wochen und negative Wochen und dann fangen wir jetzt einfach an sozusagen einmal die ganzen erfolgreichen Tage hier durchzuzählen, weil wir haben ja jetzt hier die ganzen Tagesendergebnisse und können ja jetzt genau sehen, wie viele Tage haben wir positiv abgeschlossen, wie die Wochenendergebnisse haben wir hier halt auch. Das heißt, das zähle ich jetzt hier mal ganz kurz durch. Also negative Trading-Tage haben wir 10 Stück. Muss man mal überlegen, in 2 Monaten nur 10 Tage negativ abgeschlossen. Das ist auch stark. Und positive Tage haben wir 30. Also das ist auf jeden Fall stabil. Und dann bloß noch die Wochen. Ich glaube, da können wir sozusagen eine Woche positiv, zweite Woche positiv, dritte Woche positiv, vierte Woche positiv, fünfte Woche positiv, sechste Woche positiv, die ist negativ, siebte Woche positiv, also sieben positiv und nur eine negativ abgeschlossen. Dann könnte man jetzt sicherlich noch hier das ergänzen und zum Beispiel mal sagen, ja, wie viele Tage im Schnitt positiv, wie viele Tage im Schnitt negativ oder wie viele Tage maximal negativ oder wie viele Wochen. Ja gut, da kann man nicht so viele Statistiken aufstellen, weil die ist halt eindeutig. Aber das ist jetzt vielleicht kein langes Video hier und keine mega kranke Optimierung oder sonst was, aber allein das Bewusstsein über so eine Zahl kann dir im Trading so viel Sicherheit geben und dafür sorgen, dass du halt so viel mehr Gewinne machst, als du es glaubst. Weil ich sehe es ja, ich habe ja selber ein paar Klienten in meinem Inner Circle, die ich halt betreue und coache. Und ich sehe ja, wie sehr die teilweise aus dem Gleichgewicht gebracht sind, nur weil die mal zwei Lost-Tage hintereinander haben, sich am dritten Tag nicht mehr vertrauen, nicht mehr zu 100% an ihr System halten, nur weil sie zwei Tage Loss zuvor kassiert haben, vielleicht den einen Trade nicht mitnehmen, weil er aus ihren Augen nicht gut aussieht oder sich nicht gut anfühlt, aber eigentlich zu 100% das System ist, den nicht mitnehmen, aber der dann 4% Gewinn gebracht hätte und die ganzen zwei Tage zuvor wieder rausgeholt hätte. So. Weil der eigentliche Loss an solchen Lost-Tagen ist halt nicht der Loss von eurem Konto, der Verlust auf eurem Konto, sondern meist halt der emotionale, weil das zieht ja an eurer emotionalen Kapazität. So, und das darf es einfach nicht. Und so Klarheit über solche Zahlen, sage ich mal, sorgt einfach dafür, dass ihr halt da nichts an emotionaler Kapazität abgebt, weil es halt für euch normal ist und ihr darauf überhaupt gar nicht im Prinzip anspringt. Und vor allem auch anhand solcher Zahlen dann lernen könnt, okay, dass ihr euch nicht anhand des Ergebnisses anhand von einem einzigsten Tag messt, sondern wenn ihr 7 Wochen positiv seid und nur eine Woche negativ, dass ihr euch an eurem Wochenergebnis messt und nicht an eurem Endtagesergebnis, weil ihr halt wisst, okay, ja, innerhalb von 2 Monaten, die wir jetzt fast komplett durch haben, oder innerhalb von 8 Wochen, sagen wir es mal so, können im Schnitt so 10 Verlusttage zustande kommen. Oder ihr könnt ja auch schauen, okay, wie viele Verlusttage habe ich im Schnitt pro Woche. So, dass ihr ungefähr eine Daumenregel habt, was ist normal und was ist nicht normal. Und sobald irgendwas nicht mehr normal ist, dann könnt ihr ja das Trading erstmal pausieren, optimieren, schauen, was ist denn gerade Sache, was ist denn nicht normal, wie kann ich das vielleicht beheben, woran liegt das oder sonst was. Aber ja, solange ihr halt da in diesem Rahmen seid, müsst ihr euch halt keine Sorgen machen und lasst euch da, wie gesagt, auf jeden Fall nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Damit soll es jetzt auf jeden Fall für das Video erstmal gewesen sein. War jetzt kein ultra langes Video, aber wie gesagt, ich kann euch nur ans Herz legen, das Ganze so auch für euer System herauszufinden, im Gesamten so ein Journal, so eine Tabelle, wie ich hier zu führen, beziehungsweise halt auch einfach zu backtesten und solche Zahlen halt herauszufinden, um halt einfach Sicherheit zu bekommen, Erfahrung mit dem System zu sammeln und wie gesagt zu wissen, was halt normal ist und was nicht, um halt einfach dafür zu sorgen, jetzt zum 100. Mal, dass ihr euch nicht aus dem Gleichgewicht bringen lasst, nicht emotional werdet und da halt einfach klar bleibt und halt, ja, aus einem neutralen Zustand heraus entscheidet. Und je nachdem, wenn ihr das Video seht, wünsche ich euch noch einen geilen Nachmittag, einen geilen Abend, was auch immer. Und wir hören uns dann im nächsten Video.